Erneut durften sich die Fans der SG Sonnenhof Großaspach vergangenen Samstag auf ein Heimspiel ihrer Mannschaft freuen. Zuletzt gab es für das Team von Trainer Rüdiger Rehm ein unerwartetes 2:2 bei Fortuna Köln. Bis 5 Minuten vor Schluss lagen die Kölner noch in Führung. Dann traf Pascal Breyer zum Anschluss und in der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Röttger per Gewaltschuss den Treffer zum 2:2 Endstand. Der 30-jährige Röttger wechselte diese Saison vom Regionalligisten Viktoria Köln an den Fortenau und erzielte bereits sein 2. Tor in der laufenden Saison. Rüdiger Rehm wollte nun mit seinen Jungs an die Top-Leistung der letzten Wochen anschließen. Und die Hausherren starteten druckvoll. Aber da ist auch schon die erste Chance für den VfL. Ecke, Pisot legt ab und Groß trifft. Schon 5 Minuten nach Anpfiff führen die Gäste aus Niedersachsen. Platziert legt Torschütze Groß hier ins Asbacher Eck ab und es steht 0:1. Doch es bleibt den Fans kaum Zeit, Luft zu holen. Und schon bekommt Tobias Rühle die Kugel vor die Füße. Rühle zieht aus halbrechter Position ab und vollendet ins lange Eck. Was für eine Antwort auf die frühe Führung der Osnabrücker, die hier nicht mal eine Minute angehalten hat. Und auch Schwebe kann den Ball nur noch hinterhersehen. Was für ein Beginn in Asbach. Und genauso brisant ging es auf dem Platz weiter. Asbach erkämpft sich in der 12. Minute erneut den Ball. Flanke vors Tor und Röttger ist zur Stelle. Die SG geht in Führung. Timo Röttger hatte bereits gegen Köln getroffen und bringt hier die Führung für die Hausherren. Schlussmann Marvin Schwebe hatte da keine Chance mehr, den Ball noch zu erreichen. Schon in der 15. Spielminute dann die Chance für Breyer davonzuziehen. Breyer steht frei vorm Tor, hält drauf und diesmal ist Schwebe gerade noch mit dem Fuß am Ball und kann Schlimmeres verhindern. Doch wieder nur 5 Minuten, darauf erobert Osnabrück die Kugel und setzt zum Konter an. Safran legt vor und Ornatelli hält drauf und bringt die Kugel in den Maschen unter. Der erst 20-jährige Kevin Broll hat hier das Nachsehen und der Jubel ist wieder auf Seiten der Gäste. Die Partie ist wieder ausgeglichen. Doch damit war die erste Hälfte noch lange nicht vorbei. Der VfL hatte auch dieses Mal kaum Zeit zur Freude. Maximilian Dittgen tänzelt die Abwehr aus und schließt ab. Dittgen hatte bereits die ersten beiden Tore vorbereitet und nun liegt er selbst hinterher. Der Osnabrücker Schlussmann Schwebe kann nur zusehen, wie die Hausherren erneut in Führung gehen. Aber auch dieser Spielstand währte nicht lange. In der 28. Minute erneut die Chance für die Lila-Weißen zum Ausgleich. Ecke VfL, Kopfball und Broll hält. Der Ball prallt ab und Safran schiebt ihn hinter die Linie. Broll kann das Leder nicht halten und auch die Asbacher Abwehr kann diesen Treffer nicht mehr verhindern. Abermals heißt es Gleichstand auf dem Rasen. Die Partie war noch nicht zur Hälfte gespielt, als es dann auch noch einen Platzverweis gab. Der Osnabrücker Willers sieht nach einem Foul an Timo Rühle das 2. Mal gelb und wird vorzeitig zum Duschen geschickt. Der VfL spielt fortan also in Unterzahl weiter. Nun hatte das muntere Tore-Schießen vorerst ein Ende. Und zur Halbzeit stand es 3:3 in der Mechatronik Arena. Die Fans hatten nun Zeit, das Spiel zu diskutieren, sich zu stärken und einfach eine kurze Auszeit von dieser explosiven Begegnung zu nehmen. In der 2. Hälfte wurde es dann zumindest, was die Tore anging, etwas ruhiger. Beide Mannschaften hatten noch die ein oder andere gute Chance, wie hier in der 78. Minute. Der VfL erspielt sich die Kugel vor dem gegnerischen Tor. Marcel Canciora ist zur Stelle und zieht ab. Doch Broll ist blitzschnell da und verhindert eine erneute Führung der Gäste.
Auch Breyer konnte sich kurz vor Schluss nicht mehr durchsetzen und ließ eine weitere Chance liegen. Beide Teams hatten zum Ende noch die 4:3-Führung auf dem Fuß, doch keinem gelang es abzuschließen und so trennten sich die Konkurrenten nach 90 ereignisreichen Minuten mit einem Spielstand von 3:3. Allerdings hält die Serie der Rhein-Elf weiterhin an. Die nächste Chance, diese zu halten, gibt es kommenden Samstag, wenn die SG gegen die Kickers antritt. Wir haben noch die Stimmen zum Spiel. Ich denke, eine verrückte erste Halbzeit. Beide offen, wie sie angelaufen sind. Viele Tore gefallen sind für die Zuschauer. Sehr attraktives Spiel. Für die Trainer, glaube ich, nicht so. Im Endeffekt ist es natürlich zwei verlorene Punkte, weil die 10 Mann der zweiten Halbzeit ist mehr drin. Es ist ein sehr offensives Spiel. Erste Halbzeit haben beide Mannschaften gut nach vorne gespielt. Defensiv haben wir beide Mannschaften auch Fehler gemacht. Deswegen auch das hohe Halbzeitergebnis. In der zweiten Halbzeit, denke ich, sind dann auch durch die englischen Wochen die Kräfte ein bisschen rausgegangen. Beide Mannschaften. Deswegen 2:3 gespielt.